Ja, hallo und grüß euch zu einer neuen Ausgabe der Punktgenau-Serie. Wir haben uns da vor einigen Wochen haben wir uns da auf dem gleichen Feld gesehen, wo es darum gegangen ist, um die erste Anteilung bei der Wintergerste. Auch wenn es die aktuellen Temperaturen nicht vermuten lassen, die Zeit vergeht, die Bestände entwickeln sich weiter und schon langsam sollten wir uns Gedanken über die zweite und möglicherweise letzte Düngegabe bei der Wintergerste machen. Wir befinden uns, da wie auch im ersten Video erwähnt, auf einem Schlag, wo wir eine mehrzellige Sorte Adalina ausgesät haben. Der Bestand hat sich im Großen und Ganzen gut entwickelt, wobei wir teils sehr große Unterschiede in der Entwicklung feststellen konnten. Das ist einfach aufgrund der Bodenunterschiede. Man sieht gerade gut entwickelte Bestände, wo ausreichend Feuchtigkeit da war von Anfang an und wo auch im Herbst die Entwicklung gut war. Die Bestände haben sich jetzt auch sehr gut entwickelt. Wenn wir vielleicht Teilbereiche haben, wo die Bestände von Anfang an schlecht entwickelt waren, vielleicht die Aussaat im Herbst nicht ideal war, haben sich die Bestände zum Teil sehr wenig oder gar nicht weiterentwickelt, weil einfach die Pflanzen zum Teil eingezwickt waren, die Feuchtigkeit gefehlt hat und darauf gilt es jetzt bei den weiteren Maßnahmen zu achten. Um jetzt festzustellen, wann der richtige Zeitpunkt für die nächste Düngegabe gegeben ist, sollte man sich die Bestände mal im Detail anschauen. Wie wir da sehen, diese Wintergerste hat sich grundsätzlich da an der Stelle sehr gut entwickelt. Wir sehen einen sehr üppigen Bestand, also der Bestand hat ausreichend bestockt, hat sich gut entwickelt. Wir sehen hier ausreichend Triebe für diese mehrzellige Sorte, wo wir eher weniger Triebe brauchen, haben wir wirklich ausreichend Halme da zur Verfügung. Bei einer zweizeiligen Sorte sollten wir wirklich darauf achten, dass wir hier eine ausreichende Triebdichte haben, weil diese notwendig ist, um einen hohen Ertrag zu erreichen. Die mehrzelligen Sorten können hier noch einiges kompensieren. Wie gesagt, um jetzt herauszufinden, in welchem Stadium sich die Pflanzen befinden, müssen wir uns eine Pflanze im Detail anschauen. Dazu nehmen wir einen sehr starken Haupttrieb heraus. Den versuchen wir da herauszulösen. So. Und dann am besten mit einem scharfen Stanley-Messer können wir das obere Ende abkappen, das brauchen wir nicht, und dann diesen unteren Halmbereich einfach einmal mittig durch mit dem Messer aufschneiden. So, wie das jetzt im Detail ausschaut, werden wir uns da auf der weißen Platte mal genauer unter die Lupe nehmen. Wenn wir uns da jetzt den aufgeschnittenen Halm anschauen, dann sehen wir schon ganz deutlich die unterschiedlichen Knoten, die sie zum Teil schon sehr stark abgesetzt haben. Ganz unten den Bestockungsknoten, den wir gut sehen. Und dann stark abgesetzt schon der erste Halmknoten. Und auch hier schon abgesetzt der zweite Halmknoten, gut ersichtlich. Was heißt es? Wenn sich der erste Halmknoten vom Bestockungsknoten mindestens einen Zentimeter abgesetzt hat, und in unserem Fall sind das schon über 2 Zentimeter, haben wir bereits das Wachstumsstadium EC31 erreicht bzw. überschritten. Wir sehen auch schon, dass sich der zweite Halmknoten vom ersten abgesetzt hat. Das heißt, wir kommen schon in Richtung EC32. Das haben wir aber grundsätzlich erst dann erreicht, wenn sich der zweite vom ersten Halmknoten mindestens 2 cm abgesetzt hat. Das heißt, es dauert dann ein bisschen. Summa summarum befinden wir uns hier bei diesem Bestand irgendwo im Bereich zwischen EC31 und EC32. Ja, was bedeutet das jetzt für die zweite Düngegabe? Wir haben gesehen, wir befinden uns irgendwo im Bereich EC31 bis EC32. Grundsätzlich ein sehr guter Zeitpunkt für die zweite Düngegabe.
Ein bisschen differenzieren sollte man, zum einen haben wir eine zweier- oder eine mehrzellige Sorte und wie gut oder wie üppig sind die Bestände entwickelt. Gerade zweizellige Sorten, die wirklich hohe Bestandesdichten brauchen, sollten jetzt dann wirklich in den nächsten Tagen die zweite Düngegabe bekommen, damit wir hier wirklich alle Triebe mitnehmen und so ein hohes Ertragsziel erreichen können. Bei mehrzelligen Sorten haben wir die Möglichkeit, dass wir noch etwas zuwarten, bis wirklich EC32 erreicht ist. Gerade wenn der Bestand sehr üppig entwickelt ist und wir gar nicht so viele Triebe brauchen, können wir ein bisschen abwarten, dass eher schwächere Triebe ein bisschen reduziert werden und wir nur die starken Triebe mitnehmen. Also hier die Möglichkeit, dass wir vielleicht nur eine Woche zuwarten, aber wenn wir uns momentan die niedrigen Temperaturen anschauen, die Mineralisation ist sowieso etwas gehemmt, können wir auch die mehrzelligen Sorten bald die nächste Düngegabe verabreichen, weil wir hier sowieso ein bisschen Verzögerung durch die niedrigen Temperaturen haben. Zum Thema 2 oder 3 Düngerstrategie ist grundsätzlich meine Empfehlung, gerade zweizellige Sorten, eher eine Zweitdüngerstrategie, hier wirklich bei der zweiten Gabe die restliche Menge verabreichen, damit wir hier, wie gesagt, alle Triebe mitnehmen und hier der beste Erfolg einfach durch die Zweitdüngerstrategie gegeben ist. Haben wir sehr gut entwickelte Bestände und eine mehrzellige Sorte, gäbe es die Möglichkeit, noch eine dritte Gabe zu verabreichen, also jetzt bei der zweiten Gabe wenig reduziert weiter zu düngen und dann noch für die dritte Gabe was übrig zu haben. Wenn wir aber die letzten Jahre zurückschauen, gerade mit der vermehrten Frühsommertrockenheit, hat es sich einfach bewährt, dass wir auch die mehrzelligen Sorten jetzt bei der zweiten Düngung eigentlich schon abschließen, die restliche Stickstoffmenge verabreichen und so eigentlich das beste Ertragsziel erreichen können. Zur Düngehöhe. Wir haben auf diesem Feld ein Ertragsziel von 8 bis 8,5 Tonnen. Das heißt, wir brauchen irgendwo 140 bis 150 Kilogramm rein Stickstoff für diesen Ertrag. Wollen wir dann abziehen, was haben wir bei der ersten Gabe verabreicht, was haben wir an Wirtschaftsdünger verabreicht, bleiben uns da irgendwo 70 bis 80 Kilogramm Stickstoff übrig, also die werden wir jetzt für die zweite Düngegabe vorsehen und dann verabreichen. Ja, das ist eigentlich soweit zur Düngung. Vielleicht nur kurz zum Thema Pflanzenschutz. Also eigentlich Thema Wachstumsregeleinsatz. Haben wir einen sehr üppigen Bestand, eine lageranfällige Sorte, besteht natürlich die Möglichkeit, dass wir jetzt dann, wenn EC31 bereits erreicht ist, dass wir hier eine erste Wachstumsregelmaßnahme durchführen können, um das Schossen etwas zu bremsen, um die Standfestigkeit zu erhöhen und dann später, wenn das Fahnenblatt da ist, nur eine zweite Maßnahme durchzuführen, um hier wirklich einen sicheren, festen Bestand zu erreichen. Auf dem Standort ist es eher nicht notwendig und zielführend, dass wir jetzt schon den Bestand einkürzen, also wir werden jetzt einmal zuwarten. Wenn er sich sehr gut entwickelt, werden wir dann im EC39 möglicherweise den Bestand etwas einkürzen, bevor die Ähre erscheint. Ja, soweit sind wir schon am Ende unseres Videos. Hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Wünsche alles Gute für die weitere Bestandesführung in der Wintergerste und sollte es Fragen geben, könnt ihr euch gerne melden. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich in ein paar Wochen dann wieder, wenn es dann um die zweite Düngegabe beim Winterweizen geht. Somit alles Gute und bis zum nächsten Mal.